Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir hatten mal wieder kein Glück, wie sollte es anders sein? Machen uns jetzt wieder zum Boot. Mir fällt gerade auf, ich habe es nicht markiert. Yay, aber ich glaube, hier irgendwo. Hier kommt auf jeden Fall Sumpf, da müssen wir nicht weiter. IQ-Skill ist am Start. Ich überlege, aber jetzt einzusetzen ist auch ein bisschen doof. Dann werden wir ja gleich wieder aufs Boot machen zur nächsten Insel. Auf der nächsten Insel dann. Wird es auf jeden Fall aktiviert. So, wir sind wieder am Wasser. Hier sind wir auf jeden Fall... Mann, nee, jetzt muss ich überlegen. Ich bin doch dumm. Wir sind hier unten angekommen, oder? Ja, na Logo, hier ist doch auch die ganze Spur. Wir sind doch hier mit dem Wind weiter. Ich glaube von hier. Und dann hoch. Hier unten sind wir angekommen. Pardon, mein Fehler. Steht da hinten Cooles? Warum leuchtet so blau? Hier vorne auch. Und, jetzt war er aber lang. Ich will bloß nochmal kurz gucken, was das blau leuchtende ist. Wir haben ja auch gleich hier noch was. Einfach nur der Dungeon. Na gut. So, also auf zurück. Ach, lasst mich alle in Ruhe. Wir mal schauen. Wir müssen eigentlich gleich links und wieder vor. Und dann gucken wir mal wieder Windrichtung. Wie die so steht und machen weiter dort lang. Irgendwann kriegen wir es hin. Ach ja, wenn man nass ist, es ist einfach zum Heulen mit der Ausdauer. Wäre cool, wenn es so einen Trockenheitstrank gäbe. Dass man einfach nicht nass wird oder keine Ahnung. Sowas wie den Wolfsumhang als Trockenumhang. Oder vielleicht beim Händler einfach so ein, weiß ich nicht. Beheizte Kleidung, dass es sofort wieder trocknet. So, da steht unser Boot. Wir sind schon wieder da. Kein Händler entdeckt. Ich wollte nochmal gucken. Hätte ja sein können, dass wir Glück hatten. So, haben wir hier noch viele Gegner? Nö. Alle abgehauen. Wir hatten gar keine Werkbank oder Portal hingestellt, aber ich würde nochmal fix reparieren. Wenn ich die Werkbank irgendwo hinstellen darf. Da darf sie hin. Oh, okay. Alles gut. Brauchen wir gar nicht. Dann lasst uns mal schauen. Was sagt denn der Wind? Der Wind sagt genau weiter in die Richtung. Also machen wir hier oben lang. Und gehen vielleicht hier noch ein Stückchen hoch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe heute das Gefühl, dass wir eine Seeschlange treffen. Fragt mich nicht warum. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, heute ist es soweit. So, einmal nach drüben einschlagen. Achso, wir kommen hier gar nicht raus. Oder? Geht's da vorne? Geht's da durch? Kann aber sein, dass natürlich die ganze Insel hier drüben weitergeht. Oder wir machen diesen. Ich würde schon fast eher sagen, wir machen hier lang. Nicht, dass wir da vorne irgendwo stecken bleiben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ei, hat geklappt. Cool. So, dann jetzt erstmal normal geradeaus. Wir können erst einlenken, wenn wir ein Stück hier vom Ufer weg sind. Vielleicht jetzt so ungefähr. Ja, jetzt wird's doch. Es klappt immer besser. Mit dem Anlegen und Ablegen. Ich denke auf jeden Fall, das war die beste Entscheidung, dass wir mit der Windrichtung mitgehen. So sind wir definitiv schneller, können mehr Inseln finden. Und mit Eiktür da schnell durchrennen. Und dann wird das schon irgendwann klappen. Boah, wir kommen gar nicht weiter. Also absolut null. Ah doch, jetzt. Wo wir eigentlich... Naja, nö, hä? Sag mal, bin ich jetzt doof? Wir müssen da lang segeln. Hier geht der Wind hin. Hat er gerade gedreht oder war ich einfach zu doof, die Windrichtung richtig zu lesen? Ah, dann machen wir aber... Ach, fuck. Dann machen wir aber genau wieder zu der Insel, wo wir eigentlich herkommen.
Oder wir gehen hier drüben so ein bisschen lang. Können wir natürlich auch machen. Und dann sind wir nicht 100... Na, nee, hier können wir auf jeden Fall wieder da lang. Ach, Menno, warum hat denn der Wind jetzt gedreht? Das ist natürlich ein bisschen doof. In die Richtung wollte ich eigentlich nicht wieder zurück. Wir können wirklich nur versuchen, dass wir hier ein bisschen mehr in die Richtung gehen. Dann haben wir nicht hundertprozentig Rückenwind. Aber zumindest schon mal ein bisschen was. Ich muss noch mal gucken. Richtigen Pfeil haben wir, ne? Obsidian-Pfeil, Nadelpfeil. Stechen 62, Stechen 52. Also haben wir definitiv schon mal den richtigen Pfeil. Oh, oh, nein, hier kommen kleine Inseln. Geht weg. Guckt man einmal ins Inventar. Schaut mal, so sieht man die gar nicht. Oh. Nicht so nah an den Ebenen, bitte. Kommen volle Kraft voraus. Okay, die kämpfen gegen irgendwas anderes zum Glück. Da ist Odin. Der hat mich gerade voll erschrocken. Nein! Nein, 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 nein! Das darf nicht sein. Das darf einfach nicht sein. Gott, Gott, er ist genauso schnell wie unser Boot. Dann können wir eigentlich direkt Pfeil draufballern, oder? Ich sehe ihn bloß nicht. Jetzt, ich habe ihn nicht getroffen. Shit. Oh, Gott sei Dank. Und schnell wieder ran. Weil ich mache selber mit dem Kopf so, ne? Als könnte ich dann besser vorbeigucken. Ist auch richtig dumm. Aber in so einer Paniksituation kann das schon mal passieren. So. Ja, du, Gott sei Dank hatten wir jetzt Rückenwind. Dass wir zum Glück so schnell waren wie der. Obwohl er uns ja auch eingeholt hat. Irgendwie ist er hier an dem Ding da eng geblieben. Ich weiß auch nicht, was es war, aber wir haben es irgendwie überlebt. So, weiter in die Richtung. Würde ich schon behaupten, oder? Machen wir noch ein Stück hier rüber. Und gucken mal, wo das nächste Festland auf uns wartet. Ich glaube da vorne, ja, das sind aber wieder Ebenen. Das ist die Frage. Ne, wir eigentlich lieber... Was sind das Ebenen? Ne, das ist eine Riesenschildkröte, ne? Ja, das ist eine. Entschuldigung. So, also ich würde sagen, wir machen vielleicht lieber noch ein Stück weiter rechts. So, in die Richtung. Dass wir nicht zu weit wieder hier unten an die Insel rankommen. Ja, guter Hinweis. Wir hauen uns aber wieder das Ausdauerding rein. Gut, was anderes haben wir gerade eh nicht mehr. Da drüben kommt was, aber das sieht mir... Bin mir nicht ganz sicher. Sah ein bisschen wie Sumpf aus. Boah, ich habe echt ganz stark das Gefühl, dass jeden Moment eine Seeschlange kommt. Das ist irgendwie gerade die Atmosphäre. Ich kann es auch nicht genau beschreiben. Wir sind so weit auf offener See. Es ist Nacht. Und wir sind irgendwie in der Nähe vom Sumpf. Ähnliches Feeling wie beim letzten Mal. So, also hier kommt Sumpf. Dann machen wir uns ein Stück weit hier rüber nach rechts. Und gucken mal, da irgendwo noch ein bisschen dunkler Wald hinten dran hängt. Ja, wir sind schon ziemlich weit draußen. Will aber auch nicht so nah am Sumpf vorbei. Ich habe keinen Bock, dass die ganze Zeit wieder Schlundis am Boot knabbern. Weiß nicht, was denen daran schmeckt, aber... Das war schon krass bei der Insel des Todes, ne? Wenn man sich mal so zurückerinnert, wie viele Schlundegel wir dort die ganze Zeit am Arsch hatten. Und von jeder Seite kamen Pfeile und Twargau und Zorngeister und keine Ahnung, weiß der Geier was noch. Möchte ich so nicht nochmal erleben. Du bist wieder trocken. Hey, bringt mir auf dem Boot richtig viel. Danke dafür. Ja, wir gucken mal. Also hier ist auf jeden Fall schon mal Festland. Ich hoffe doch, da wird noch ein bisschen dunkler Wald kommen.
weiß nicht, hier drüben kommt... Na, da hinten sieht es ein bisschen so aus, aber das kann im Dunkeln auch immer gut täuschen. Wir sind angeblich Ebenen. Warum sind wir denn Ebenen, liebe Karte? Macht gar keinen Sinn. Für mich sieht das eher nach Sumpf aus. Wir sind soweit noch ganz gut mit dem Wind. Jetzt sind wir richtig gut im Wind. Eigentlich müsste man wirklich immer so ein bisschen Rohstoffe mitnehmen, dass man sich ganz schnell irgendwo ein Bett bastelt. Beziehungsweise wir brauchen ja eine Werkbank, die überdacht ist, um das Bett zu bauen und so weiter, aber das wäre eigentlich schon mal eine Variante. Also ich würde sagen, wir steuern volle Kanne auf Sumpf zu. Müssen wir hier doch mal eine Wende machen. Schade, irgendwie alles Sumpf. Wäre halt mega cool, wenn wieder Tag werden würde. Kann man noch ein bisschen weiter rausschauen. Ah, das Langschiff ist schon geil. Ich habe mich ein bisschen verliebt, ich gebe es offen und ehrlich zu. So flink, wie wir damit unterwegs sind. Jawohl, es wird Tag. Dann würde ich sagen, nach dem Baum hier, der einfach mitten im Wasser steht, richten wir uns doch nochmal ein bisschen gen Westen. Moment, Moment. Oh, shit. Ebenen. Volle Kanne Ebenen. Nein. Stopp. Kacke. Ja, noch komplett in die falsche Richtung. Geil. Wenn jetzt ein totes Kido kommt, habe ich es aber auch einfach verdient. Direkt hier so ein Goblin-Dorf, ne? Und da vorne wartet auch schon der Erste, aber ich... Nein, wir kommen nicht mehr zurück. Ganz, ganz schlecht. Eigentlich muss ich in die andere Richtung. Da möchte ich auch nicht lang. Wir müssen nur die Augen offen halten. Nach Todeskitos. Das ist die einzige Gefahr. Ja, hier endet auf jeden Fall da hinten der Sumpf direkt in den Ebenen. Da wollen wir nicht hin. Das ist alles komplett Sumpf. Warten auch schon ein paar Trogger auf uns. So, drehen. Jetzt sind wir natürlich wieder voll im Gegenwind. Aber wir müssen dort lang. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Wir könnten natürlich hier auch am Sumpf halt machen und einmal durch den Sumpf rennen, in der Hoffnung, dahinter kommt noch dunkler Wald. Aber ich würde es ganz gerne erstmal direkt mit dem Boot versuchen. So, das bringt gar nichts. Ach, ich verstehe das manchmal nicht. Wir paddeln doch. Klar, wir paddeln voll im Gegenwind. Aber manchmal geht's, manchmal nicht. Irgendwie ist das, sobald wir in Ufernähe sind, wird das alles viel, viel langsamer. Guck mal, jetzt geradeaus. Vielleicht dauert es einfach einen Moment. Sieht ganz danach aus. So, kleines Stückchen nach rechts. Und jetzt geradeaus. Weiß nicht, wir haben nicht komplett Gegenwind. Vielleicht lohnenswert wäre, doch hier ein bisschen runterzulassen. Was brennen die dort ab? Ich glaube, wir sind fast so schneller. Schaut mal, das geht vorne komplett noch nach da drüben. Ah, da kommt er. Ich habe vorhin noch von dir gesprochen. So, ich glaube, wenn wir jetzt in die Richtung segeln, bringt der Wind auch was. Dann kann uns der Schlundi mal am Arsch... Ja, der Wind zeigt natürlich wieder komplett falsche Richtung. Egal, wir machen jetzt hier vor an den Ebenen vorbei und gucken mal dahinter noch, hier so den Bereich, ob wir da noch was finden. Immer mal wieder auf die Karte gucken, nicht, dass wir ihn doch schon gefunden haben. Das wäre witzig, der war gleich hier irgendwo am Anfang und ich habe es einfach nie entdeckt, darum finden wir jetzt keinen mehr. Das wäre natürlich auch geil. Aber ich denke, irgendjemand von euch wäre das bestimmt aufgefallen. Also er hat ja, glaube ich, so ein kleines Geldsack-Symbol. Ich kann ja mal in Ruhe mal drüber gucken. Das wäre es, er ist wirklich irgendwo hier mit voll im
dem Chaos meiner ganzen Markierung drin. Deswegen können wir keinen mehr finden. Das wäre auf jeden Fall geil. Was ist das? Ist das ein Gebüsch? Ja. Ach, na super. Ach, es läuft aber auch, weil ich wieder hier zwischen zwei Inseln durch wollte. Wir haben die komplette Folge, also haben wir wieder gar nichts geschafft. Ach, Menno. Warum komme ich denn hier nicht durch? Jetzt wirklich wieder zurück. Er sieht auch schon richtig gelangweilt aus. Aber ich darf nicht so lange abwesend sein. Ich muss gucken, ob hier irgend so ein Vieh angeflogen kommt. Also wieder Kommando zurück. Sah aber von Weitem so aus, als könnte man da durch. So, wieder vorwärts bitte. Dann doch nochmal einen größeren Bogen drumherum. Das da drüben war der Sumpf, den wir gesehen haben. Oder ist das die Insel? Weiß nicht, ob wir so weit gucken können. Also Kapitän werde ich auf jeden Fall nicht. Nicht mein Beruf. So, jetzt sind wir doch hoffentlich weit genug weg. Da drüben ist auf jeden Fall irgendwie Ebenen oder was auch immer. Flut wird etwas stürmischer. Also das Wasser, ihr wisst schon, die Wellen, der Wellengang, so rum. So, dann hier bitte dran vorbei und dann wäre es echt mega geil, wenn wir vielleicht nochmal irgendwo dunklen Wald finden, dass wir dann nächste Folge wirklich mit Eiktürskill sofort anfangen können und da durchpacen. Tja, der Wind hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht mit unserem Plan. Wir können halt nur nach unten segeln, können jetzt natürlich noch hier runter gehen. Jetzt sind wir einmal schon hier so weit oben. Da hinten kommen auf jeden Fall auch Berge, ich hoffe einfach mal. Dass da noch ein bisschen dunkler Wald kommt. Und dann müssen wir nächste Folge mal schauen, wie der Wind steht. Vielleicht spielt er ja mal mit uns, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen nach oben kommen. Geschwindigkeit ist zumindest okay. Okay, wir bleiben hier wieder irgendwo stecken. Das war der Schatten von irgendeiner Möwe, ne? Ich dachte jetzt schon, wir haben immer noch einen Schlundi an uns dran kleben. So, da hinten sehe ich doch auf jeden Fall Berge. Ich weiß nicht, da drüben, das werden immer noch Ebenen sein. Da drüben kommt auch noch was. Wir werden schon was finden. Ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch, dass wir jetzt so viele Folgen hier auf dem Boot verbringen. Ach geil, schon wieder richtig Nebel. Jetzt natürlich eine Seeschlange kommt, wäre richtig bad. Ja, ich hoffe, es ist nicht zu langweilig für euch. Ich hatte es eigentlich nicht vor, so viele Folgen hintereinander auf die Suche zu gehen, aber ich habe jetzt einfach das Ziel im Kopf, den Typen zu finden. Weil wir damit so viele Vorteile hätten mit dem Gurt, mit dem Gürtel. Ach, Mann, schon wieder Sumpf. Sumpf und da drüben Ebenen. Nee, wir machen lieber links. Dann haben wir zumindest ein kleines bisschen noch mit Wind. Da kommt dann auf jeden Fall noch Gebirge. Also wenn wir die Insel einmal umrunden, müssten wir bestimmt auch irgendwo dunklen Wald finden. Ja, ich hatte es wirklich nicht vor, so viele Folgen, aber ich habe mir das Ziel jetzt in den Kopf gesetzt, dass wir den Typen endlich finden, weil es halt so viele Vorteile bringt und jedes Mal wieder abzubrechen und zurück und nach Hause und bringt halt auch nichts. Wir ziehen das jetzt durch. Irgendwann werden wir ihn gefunden haben und dann können wir schön in Ruhe weiterbauen und uns dann auch mal um die Drachenmutti kümmern. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
Wenn wir das geschafft haben, geht's in die Ebenen. Das wird geil. Also wir könnten ja prinzipiell auch jetzt schon. Wir haben ja schließlich die beste Ausrüstung, die in der aktuellen Stufe geht. Das heißt, die Goblins, Todeskitos und so weiter dürften uns eigentlich nicht mehr so viel ausmachen. Aber wir müssen mal schauen. Ich würde vorher zumindest ganz gerne das Gebirge erstmal abschließen. Oder wir tasten uns mal in irgendein Ebenengebiet ran, was nicht so weit weg ist von uns zu Hause. Also wenn wir sterben, dass wir nicht wieder so in Riesenprobleme reinkommen. So, wir haben wieder komplett Gegenwind. Ich habe mich extra für die Seite entschieden. Und komplett Nebel. Es ist ein Krampf. Es ist einfach ein Krampf. Ich weiß nicht, warum das Spiel so gegen uns ist. Naja, was will man machen? Wir machen erstmal Schluss an der Stelle. Morgen geht es dann wie gewohnt weiter. Und mal gucken, ob wir da ein bisschen besser vorankommen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.